So, hallo liebe Freunde des Rechts. Ich hatte es vor allem noch schon angekündigt. Ich habe den Hanjo Schrepfer gefragt, ob er mal reinkommt. Hanjo Schrepfer, der neben mir sitzt, ist Strafverteidiger. Also er ist auch Rechtsanwalt, macht aber fast nur Strafrecht. Und er ist ein bisschen in die Medien gekommen, ja, weil er einen Mandanten gerade bekommen hat. Die hat die Staatsanwaltschaft, das Gericht hat ihn als Pflichtverteidiger bestellt. Und der hat ein paar Menschen getötet, ob ermordet, das wird Hanja uns nachher erzählen. Und das wirft so ein bisschen die Frage auf, sollen eigentlich Straftäter gute Pflichtverteidiger haben und ist der Pflichtverteidiger dafür da, um seinen Mandanten rauszuboxen? Ist er dafür da, einfach nur das Verfahren so zu sichern, damit er ordentlich bestraft wird oder irgendwas dazwischen? Darüber würde ich gerne mit dem Hanjo sprechen. Wir sind in Würzburg und Hanjo ist einer der bekanntesten oder renommiertesten Strafverteidiger, nicht der einzige. Und liebe Kollegen, wenn ihr auch aus Würzburg seid, seht es mir nach. Den kenne ich, den habe ich schon oft bei Gericht erlebt und wir werden es heute auch ersehen, warum er so authentisch immer rüberkommt. Aber das merkt man gerade. Hanjo, woher kommst du gerade? Du bist wahrscheinlich gerade im Knast gewesen oder bei Gericht, oder? Nicht ganz, in einer tatsächlichen Vernehmung. Also Nein. Wir hatten heute eine mehrstündige Vernehmung und daher komme ich gerade. Ja. Okay, Hanjo, du vertrittst den Attentäter vom Barbarossa-Platz, ist das eine taugliche Bezeichnung, um ihn zu benennen? Ich meine, der Name ist in der Presse auch schon bekannt mittlerweile. Ja, also wir können sicherlich vom Attentat oder Amoklauf reden. Rechtlich würde ich es nicht qualifizieren wollen, wie es sich darstellt, aber es ist sicherlich so zu benennen. Also der Attentäter, Amokläufer, da geht wahrscheinlich schon die Diskussion drauf, wie man es bezeichnet. Das sind beides keine juristischen Begriffe, ne? Amokläufer, richtig. Attentäter. Völlig das ist dein Mandant. Wie findest du ihn? Schwierige Frage. Ja, also menschlich ist eine Kategorie, die ich nicht bewerten will, weil wir über abscheulichste Taten reden. Das ist so. Das steht mir auch nicht zu, als Strafverteidiger meines Mandanten ihn menschlich zu bewerten, sondern die Aufgabe, die mir zukommt, ist, das Ganze natürlich rechtlich zu bewerten und dann auch zu beleuchten, wie Hintergründe zu so einer Tat beitragen. Das wird auch ein ganz entscheidender Punkt sein. Heißt Hintergründe beitragen auch, dass man Schwächen aufdeckt, beispielsweise, dass irgendjemand im Verfahren etwas falsch gemacht hat, dass man vielleicht womöglich die Tat hätte verhindern können an anderer Stelle? Oder geht es auch darum, Sachen auszugraben, die dann dazu führt, dass der Täter weniger schwer bestraft wird? Also erstmal geht es ja darum zu eruieren, wie es zu so einer Tat hat kommen können. Es ist keine monokausale Sache, wie es zu so einem schrecklichen Attentat, Amoklauf kommt. Und es zeichnet sich gerade in dem ganz konkreten Fall ab, dass da ganz viele Hintergründe dazu beigetragen haben. Und jetzt geht es, will ich nur mal ganz klar an der Stelle sagen, es geht nicht um Schuldzuweisung. Es geht nicht darum, Behörden etwa für irgendwas verantwortlich zu machen. Was sich aber mal ganz generell abzeichnet, ist, dass wir ein großes Problem haben, gerade bei Migranten, die mit schrecklichsten Erfahrungen irgendwann die Flucht antreten, irgendwann möglicherweise, wie in dem konkreten Fall, in Deutschland landen, die aufgrund traumatischer Erlebnisse, teilweise im Kindesalter oder im jugendlichen Alter, haben sich schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen herausgebildet und die deutschen Behörden waren ganz offensichtlich nicht in der Lage, gewisse Diagnosen zu stellen, beziehungsweise als sie gestellt wurden, waren offensichtlich Ärzte nicht in der Lage und rechtlich vielleicht auch nicht gehalten, dafür zu sorgen, dass hier psychiatrische stationäre Untersuchungen durchgeführt werden. Und das ist ein Spannungsfeld, was sich häufiger abzeichnet, gerade im Migrantenmilieu, muss man sagen. Und das gilt es auch aufzuarbeiten. Das hat nichts mit Schuldzuweisung zu tun, dass die Schuld jetzt auf irgendwelche Behörden oder Ärzte degradiert werden soll. Das ist nicht Hintergrund der Fragen, die auch ich stellen muss in so einem Verfahren. Also ich habe meine Informationen ja auch aus der Presse und das ist ja auch der Stand, über den wir sprechen können. Du darfst ja keine Sachen aus Akten jetzt hier wiedergeben. Wir wissen ja, dass der Täter in psychiatrischer Behandlung mehrfach war, dass er diagnostiziert wurde und dass man ihn natürlich auch wieder kurz vor der Tat entlassen hat. Ist das etwas, was immer so gemacht wird, wenn man nicht näher rankommt an die Täter, oder ist hier etwas in diesem speziellen Fall schief gelaufen? Also ich glaube, es ist ein eher allgemeines Problem. Also wir haben das Problem, dass und ich sehe das tatsächlich so. Und ich wundere mich manchmal in meiner Praxis, dass es derartige Eskalationen relativ gesehen selten gibt. Und man muss eines sagen, es ist keine persönliche Schuldzuweisung jetzt irgendeinem Arzt gegenüber, liegt mir fern, in irgendeiner Weise irgendjemanden zu beschuldigen. Die Tat hat der
mein Mandant in dem Fall persönlich begangen. Die Schuldfrage wird zu klären sein. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass es Auffälligkeiten gab, dass er der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, dass aufgrund der Kommunikation zwischen ihm und den deutschen Ärzten, Psychiatern, hier überhaupt eine sinnvolle Anamnese hat stattfinden können. Es wurden grundsätzlich nie Dolmetscher beigezogen. Warum ist ein Kostenfaktor? Wer bezahlt den Dolmetscher denn? Und dann stellt man die nächste Frage, wie sollen denn psychiatrische Gespräche zwischen Ärzten und in dem Fall, ich nenne sie jetzt mal ganz allgemein Probanden, Patienten, wie sollen die durchgeführt werden, wenn es schon an den Essentialia einer lückenlosen Kommunikation mangelt? Und es ist hier evident, dass es hier Defizite insoweit schon gegeben hat und diese Defizite sind nicht nur auf diesen Fall sicherlich bezogen. Das klingt eigentlich ziemlich schockierend, weil wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wir haben ein systematisches Problem, dass bei dieser Art von Patienten, die später vielleicht Täter werden können, aus Geldgründen beispielsweise keine Dolmetscher herangezogen werden. Mal ganz konkret, Tanja, was müsste sich ändern? Was könnten wir tun, damit solche Täterarten in Zukunft verhindert werden? Das ist eine ganz schwierige Frage, die stellt man sich. Ich mir genauso. Ich habe auch kein Lösungsrezept. Ich kann jetzt nicht sagen, das muss gemacht werden und schon ist die Gefahr auf Null gestellt. Wir müssen aber sehen, es ist jetzt nicht monokausal. Wir haben hier eine psychiatrische Erkrankung, ist so ein bisschen die Frage Ursache und Wirkung. Es ist also bekannt, dass Alkohol und Drogen eine Rolle gespielt haben. Es ist leider auch so, da kommen Migranten nach Deutschland, haben gar nicht die Möglichkeit, legal zu arbeiten, kein Geld zu verdienen. Sie bekommen Taschengeld, sie sitzen die meiste Zeit, im Prinzip 24 Stunden, auf beengten Räumlichkeiten in erbärmlichen teilweise Zuständen in irgendwelchen heruntergekommenen Zimmern und sind erstmal auf sich relativ gesehen angewiesen. Sie können rechtlich gesehen in der Regel keiner legalen Arbeit nachgehen, auch wenn Interesse besteht. Dann kommt es irgendwann zum Beikonsum von Alkohol, von Drogen. Es kommt dann möglicherweise dazu, dass schon vorhandene psychiatrische Grunderkrankungen aufgrund schlimmster Erfahrungen dieser Personen da nicht adäquat behandelt werden können, weil auch noch ein kommunikatives Problem hinzukommt. Und das ist die Grundlage dafür, dass hier ganz großes Pulverfass aus meiner Sicht hier gegeben ist. Und ich sehe da wirklich Parallelen auch zu anderen Fällen, ohne dass ich das jetzt eigenen Mandaten zuschreiben kann und will. Aber es ist ein grundsätzliches Problem, was sich auftut. Ja, das ist meine feste Überzeugung. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen sortiere. Einerseits haben wir überhaupt eine prekäre Lage von Flüchtlingen, die nicht arbeiten können, die jetzt nicht luxuriös untergebracht sind. Und da können wir natürlich sagen, hätten die es hier besser, würden sie sich wohler fühlen. Aber das klingt jetzt natürlich so ein bisschen, okay, man kann aber ja nicht alles haben, wenn man in dieses Land kommt. Vorhin hattest du gesagt, dass gerade wenn die Probleme schon sichtbar werden, dass selbst dann nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Also könnte man nicht wenigstens dort aktiv werden, wenn Leute schon durch Gewalttaten und psychische Erkrankungen auffällig werden? Völlig richtig. Ich meine, da ist ja auch jetzt ein juristisches Problem, was dahinter steckt. Man muss die Ärzte sehen. Die Ärzte versuchen natürlich das Beste zu geben. Aber dann ist schon wieder ein Kostenfaktor. Wer bezahlt im Zweifel überhaupt den Dolmetscher, der für diese ausführlichen Gespräche notwendig ist? Das muss doch der Bezirk bezahlen, als Träger der psychiatrischen Einrichtung oder die Uniklinik. Ja, das könnte man, oder die ärztlichen Einrichtungen. Mir fehlt, da muss ich sagen, der sozialrechtliche Sachverstand. Ich weiß nicht, wie die Kostenfrage faktisch geklärt ist. Ich kann nur feststellen, dass mir etliche Fälle bekannt sind, in denen versucht wird, therapeutische Gespräche, Anamnesen durchzuführen. Es ist nie ein Dolmetscher da. Und es ist definitiv ein Kostenfaktor. Ich weiß nicht, wer dafür aufzukommen hat. Es gilt rechtlich auch mal aufzuklären. Und wir haben dann natürlich das Problem der rechtlichen Voraussetzungen für Unterbringungen. Die sind, muss man auch ganz klar sagen, es sind relativ hohe Hürden aufgebaut aufgrund der Freiheitsrechte eines jeden Menschen, ihn gegen seinen Willen unterzubringen. Und da ist so ein bisschen natürlich ein Problem versteckt. Wenn ich einerseits nicht eine genaue Anamnese habe, andererseits relativ hohe Hürden rechtlicher Art habe, jemanden gegen seinen Willen unterzubringen, vorläufig unterzubringen, dann ist da natürlich ein gewisses Vakuum. Und das gilt es zukünftig vielleicht besser auszufüllen. Lass uns da mal ein bisschen konkreter werden. Und wir kommen nachher auch noch zu der Frage Abschiebehindernisse, aber bleiben wir erstmal bei der Unterbringung. Also wir wissen, dass dein Mandant mehrfach schon strafrechtlich durch Gewalttaten in Erscheinung getreten war. Und er
ja, der normale Mensch fragt sich, wieso reicht denn das nicht aus, um zu sehen, dass der gefährlich ist? Tatsächlich sagten ja einige Psychiater, dass sie ihn nicht für gefährlich hielten. Sie sagten, es wäre keine konkrete Gefahr von dem Täter ausgegangen. Wie kann denn das sein? Ja, da müsste man natürlich die Ärzte fragen. Jetzt muss ich nur eins korrigieren. Gewalttaten ist ein weiter Begriff. Er ist nicht mit Gewalttaten im Sinne von Körperverletzungshandlungen oder dergleichen Erscheinung getreten, sondern es handelt sich rein rechtlich gesehen um sogenannte Bedrohungssituationen. Okay. Und die Bedrohung, das wissen wieder alle Strafrechtler, du sowieso ganz genau, das ist eine relative Bagatellstrafsache. Und natürlich kann aus einer Bedrohung schnell mal mehr werden. Mhm. Aber rein rechtlich gesehen ist er jetzt in dem ganz konkreten Fall wirklich mit Bagatellstrafsachen erst auffällig gewesen. Die Gewaltdelinquenz, so wie man es versteht, Körperverletzungsdelikte oder mehr, das war bislang noch nicht das Erscheinungsbild. Okay, verstehe. Da werden jetzt manche Leute im Nachhinein natürlich sagen, ja, aber klar, wenn jemand bedroht, dann ist doch klar, dass der später auch gewalttätig wird. Wenn man es andersrum betrachtet und wir sehen uns einfach die Leute an, die Bedrohungen aussprechen, unbescholtene Bürger, die auf einmal Morddrohungen aussprechen. Ich habe da auch schon bekommen, hast du mittlerweile auch schon einen Sammelordner mit Morddrohungen bei dir? Kann man so sehen, ja. Also ich habe auch ordentlich was zu bieten, ja. Machen wir das Thema mal zwischen rein. Also ist das dein erster Fall, der so große Wellen in der Öffentlichkeit geschlagen hat? Ich meine, du hast schon öfter Kapitalverbrecher vertreten, ne? Aber was war an diesem Fall jetzt anders? Ja gut, es ist natürlich die Bedeutung für die Öffentlichkeit. Na, wie gesagt, ich hatte 2006 diesen Nigerianer, Schwarzafrikaner, der AIDS-Fall, ganz genau. Da habe ich Ähnliches erlebt, muss ich sagen. Von der Dimension her, auch vom Medienaufkommen her, auch von der Drucksituation her. Das war ein Täter, der war angeklagt, weil er HIV-positiv war und er wusste es, hatte trotzdem aber Verkehr mit deutschen Frauen, und er war wegen siebenfachen versuchten Mordes angeklagt, weil er sich zum Ziel gemacht haben soll, so viele deutsche Frauen wie möglich mit dem HIV-Virus anzustecken. Als Hintergrund, eine deutsche Frau hat ihn angesteckt. Hat er also ihm nicht seinerzeit offenbart, dass sie HIV-positiv war. Er hat sich also bei einer deutschen Frau angesteckt und er soll jetzt quasi den Vorsatz gefasst haben, als Rache sozusagen, so viele deutsche Frauen wie möglich mit dem HIV-Virus zu infizieren. Und zwei haben sich von den sieben angeklagten Frauen, zwei haben sich auch tatsächlich infiziert. Und das war damals der Vorwurf. Und der ist ähnlich von der medialen Aufmerksamkeit ähnlich behandelt worden. Und die Drucksituation für mich war absolut vergleichbar. Ja. Was ist damals bei dem Fall rausgekommen? Du erzählst jetzt wahnsinnig viel über den subjektiven Tatbestand. Ich frage mich, wie jemand jemals so viel rausfinden kann, was sich ein Täter gedacht hat, es sei denn, er würde es selbst offenbaren. Oder war das nur der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft erstmal in die Anklage reingeschrieben hat? Also es war tatsächlich so, dass eine der damaligen Frauen, auch die sich selbst infiziert hat, gesagt hat, dass ihr im Nachgang so etwas von ihm gesagt worden sein soll, was er ausdrücklich bestritten hat. Am Ende war es auch so, man muss auch sagen, es war ein sehr merkwürdiges Verfahren, weil dann die auch umfangreiche Beweisaufnahme ergeben hat, dass mindestens eine der zwei Frauen, die sich angesteckt hatte, weiter mit ihm ungeschützt verkehrt hat, nachdem sie schon von Freundinnen erzählt bekommen hat, dass er HIV-positiv sein soll. Und das ist dann wieder, es war zwar dann streng beweislich belegt, dass er, das kann man anhand der Virenstämme, hat hier ein namhafter Professor uns damals dargelegt, kann man zwar schon eine Zuordnung machen, die dann beweissicher ist, dass er die Frau angesteckt hat, man konnte aber nicht mehr nachweisen, ob jetzt der Sexualakt Vorkenntnis ursächlich war oder möglicherweise danach, sodass am Ende dubio pro reo am Ende nur eine versuchte gefährliche Körperverletzung verurteilt wurde. Er wurde auch nicht wegen mehrfachen Mordversuch, sondern am Ende tatsächlich wegen gefährlicher Körperverletzung bzw. versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Bedeutet, weil man im Zweifel davon ausgehen muss, dass er sie erst später, nämlich als sie schon Kenntnis hatte, infiziert hatte, dann haben wir also die Eigengefährdung, dann haben wir aber trotzdem für die vorherige Zeit den Versuch. Richtig, genau so ist es. Genau so ist es. Und das ist dann sogar also führte nicht zu einer Strafbarkeit, genau. Das ist ein Tatbestandsausschluss und Einverständnis rechtlich gesehen, also insoweit ist nicht immer der Tatbestand erfüllt, aber bei den Akten zuvor ist es dann zumindest zum sogenannten Versuch gekommen und der ist dann auch in dem Fall verurteilt worden. Ja. Also die besondere Konstellation, damals nigerianischer Täter, deutsches Opfer, dann hat das Ganze natürlich eine besondere mediale Aufmerksamkeit, weil es der erste Fall dieser Art auch war.
Da können wir nachher den Bogen schlagen, inwiefern die Fragestellung ein Infizieren mit Coronaviren heutzutage auch Mord oder gefährliche Körperverletzung, Vergiftung wird manchmal diskutiert sein könnte. Jedenfalls eine Straftat, eine Körperverletzungsstraftat. Aber wir waren ja eigentlich bei dem Medienecho und was das bedeutet. Was passiert heute? Also nachdem bekannt geworden ist, dass du der Verteidiger bist, war ja überall in den Medien, rufen Leute bei dir an. Was sagen die? Also gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich angerufen werde, sondern es ist die Anonymität des Internets, sondern es spielt sich alles im Internet tatsächlich ab. Und das heißt, meine Kanzlei ist gemailt worden und bombardiert worden, muss man schon fast sagen, von E-Mails bundesweit. Da kann ich gar keine große regionale Beschränkung erkennen. Und zu Beginn nicht gerade mit aufbauendem Inhalt, ne, sondern das war größtes Unverständnis und warum ich es sehr häufig auch persönliche Fragen an mich, ob ich es denn nötig habe, nachdem doch ich bekannt genug sein sollte, einen solchen Fall überhaupt zu übernehmen, zu verteidigen. Also auch da ist überhaupt nicht bekannt, was Pflichtverteidigung eigentlich bedeutet. Und also von diesen wirklich unverständlichen Anfragen bis hin tatsächlich zu Drohungssituationen. Hast du selbst Strafanzeige erstattet? Da muss ich dazu sagen, für Strafverteidiger ist es eigentlich eine komische Sache, Strafanzeigen zu erstatten. Es gibt viele Kollegen, die sagen, nee, aus Prinzip, ich erstatte niemals eine Strafanzeige. Schon gar nicht, wenn zum Beispiel ein Mandant die Gebühren nicht bezahlt, da könnte man ja wegen Eingebungsbetrug mit Strafanzeige erstatten. Viele Strafverteidiger machen das nicht, deshalb die Frage. Wie bist du damit umgegangen? Also ich habe in keinem Fall eine Strafanzeige erstattet. Wie gesagt, ich gebe auch, sage ich jetzt mal, der Öffentlichkeit in solchen emotionalen Verfahren das Recht, und das spreche ich auch zu, sich äußern zu dürfen. Natürlich sind irgendwann Punkte und Grenzen erreicht. Wenn ich jetzt ganz juristisch an die Sache rangehe, sind häufig Grenzen weit überschritten worden, was dann wieder strafbare Handlungen bedeutet, und allein durch die E-Mail-Adresse etc. und die IP, die leicht rauszubekommen wäre, wären Ermittlungsverfahren einzuleiten. Ich habe es in dem konkreten Fall nicht gemacht, aber ich kann insoweit sagen, dass von manchen Inhalten die Polizei informiert ist und ich jedem anraten kann, wenn der Prozess mal losgeht, meine E-Mail-Adresse vielleicht mal lieber nicht mehr zu kontaktieren. Jetzt gibst du auch noch Tipps an die Leute, die dich womöglich mit einer Straftat geschädigt haben. Also halten wir mal fest, das, was kam, ist strafrechtlich teilweise relevant. Die Grenze zur Strafbarkeit war überschritten. Gleichwohl typisch für Strafverteidiger, Hanjo hat selbst keine Strafanzeige erstattet, aber die braucht es ja nicht immer, denn es sind ja teilweise Offizialdelikte, ja, da kann die Staatsanwaltschaft, die Polizei ja auch selbst vorgehen. Fahren Sie jetzt öfter bei dir an der Kanzlei vorbei und gucken, ob noch alle Fenster dran sind? Nein, also wie gesagt, zu Schutzmaßnahmen rede ich an der Stelle, will ich auch das gar nicht reden. Kann nur sagen, dass hier manche Sachverhalte durchaus auch der Polizei gemeldet werden. So ist es nicht. Ohne dass jetzt einer Angst haben muss, dass ich konkret jemanden nachtrachte und irgendein Ermittlungsverfahren initiiere. Aber es ist natürlich ein gewisser Selbstschutz, der auch eine Rolle spielen muss. Du klingst jetzt sehr abgeklärt, fast distanziert dazu. Wie hast du dich denn wirklich gefühlt die ersten 2-3 Wochen, als das so, du warst ja ständig bei den Medien, dann musstest du irgendwie noch schauen, dass du deinen Mandanten gelegentlich siehst, dann hattest du noch andere Fälle, weil es ist ja nicht so, dass der sich angekündigt hatte, demnächst bitte mal Zeit nehmen für ein paar Fälle, und dann kommt dieses Echo, diese öffentliche Diskussion. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, war belastend, keine Frage. Das ist psychisch belastend, das ist vor allem, man hat Familie, das steckt niemand so weg und schüttelt es auch nicht ab. Man versucht es professionell anzugehen, und das habe ich schon immer so getan, und ich bin auch jetzt kein Freund von theatralischen Reaktionen, aber es bringt einen tatsächlich an gewisse Grenzen, das ist so. Und man fragt sich dann schon für den Aufwand, den man mit so einem Mandat hat und betreiben muss, wenn man sachgerecht versucht, auch dem Beschuldigten Gehör zu verschaffen. Das ist eben die Position, die ich vertrete. Inwieweit das dann noch hinnehmbar ist mit bestimmten Anfeindungen in der Öffentlichkeit. Aber das ist leider auch der Tatsache geschuldet, dass im Internet man sich offensichtlich mehr traut. Persönlich bin ich auch angesprochen worden, klar, auf der Straße sonst wie. Ist am Anfang sehr häufig passiert, auch sehr unangenehm, wenn man mit der Familie einen Spaziergang macht und dann von irgendwelchen für mich fremden Leuten angesprochen wird, oder beim Essen, wenn man mit der Familie ist, sogar von Kellnern angesprochen wird und gleich wieder mit so dem Fall konfrontiert wird, wenn man einfach privat gern essen möchte. Das ist unschön. Und das kann man sich auch sparen mit etwas mehr Fingerspitzengefühl. Ich bin angesprochen worden, weil manche Leute meine Videos missverstanden hatten, als wäre ich Pflichtverteidiger oder sowas. Also da sind die Informationen ja manchmal
nur also unvollständig das passiert. Und dann kann ich mir vorstellen, wie oft du dann angesprochen wirst auf der Straße. Hättest du dir manchmal gewünscht, die Staatsanwaltschaft hätte jemand anders angerufen an dem Wochenende? Ehrlich gesagt, die Frage so habe ich mir nie gestellt. Meine Kanzlei der Notdienst, es ist ein klassischer Fall, da brauchst du eines Verteidigers. Wir haben lange dafür gekämpft, wir Strafverteidigervereinigungen im Deutschen Anwaltsverein, haben lange dafür gekämpft, dass eben schon beim ersten Zugriff zum Zeitpunkt einer beabsichtigten ersten Vernehmung Verteidiger anwesend sind. Und es ist wirklich ein langer Kampf gewesen und da habe ich mir nicht die Mühe gemacht, jetzt zu fragen, ob dieses Schicksal vielleicht lieber ein anderer Kollege hätte ihn ereilen sollen. Wäre die völlig falsche Frage. Also auch die ich mir gar nicht bewusst stelle, muss ich ehrlich sagen. Ich kann darauf gar keine Antwort geben. Es ist dein Fall, du bearbeitest den und du bearbeitest den mit dem nötigen Aufwand. Da fragen sich manche Leute, was verdient man eigentlich mit so einer Pflichtverteidigung? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Es ist tatsächlich so, dass finanziell so ein Mandat nicht sehr lukrativ ist. Warum? Also, es gibt gesetzliche Festgebühren, gesetzliche Festgebühren eines Pflichtverteidigers. Das bedeutet allein, wir haben ein langes Ermittlungsverfahren. Die Tat war jetzt im Juni, wir schreiben jetzt Oktober. Das heißt, wenn ich mal überlege, wie viele Stunden Zeit meines beruflichen und privaten Lebens ich in diesen Fall investiert habe und dafür faktisch eine Festgebühr für dieses Verfahrensstadium erhalte, dann würde wahrscheinlich in der Werkstatt, in die ich auch mein Auto bringe, der Mitarbeiter mein Fahrzeug wahrscheinlich nicht einmal anschauen wollen. Es ist tatsächlich finanziell, darf man nicht fragen, was am Ende bei übrig bleibt. Es ist sicherlich so, dass wir verhungern und mit uns muss kein Mensch Mitleid haben. Aber es ist, wenn man es gebührentechnisch jetzt betrachtet, sicherlich nichts, wo man sich drum reißt. Also vielleicht zur Erläuterung, wir haben ja so ein Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Da gibt es dann so Festgebühren, auch für Pflichtverteidigte. Das sind dreistellige Beträge für das Ermittlungsverfahren und dann für jeden Verhandlungstag auch nochmal ein paar hundert Euro. Da gibt es aber Pauschgebühren bei besonders aufwendigen Verfahren. Gleichwohl, wenn Strafverteidiger reich werden, dann nicht durch Pflichtverteidigungen, sondern bei den Fällen, wo man sein Geld, wo man seine Honorarvereinbarung schließen kann. Also wenn morgen dann ein White Collar, Mandant mit einem Wirtschaftsstrafrechtsfall kommt, dann macht man die Vergütungsvereinbarung nach Stunden. So schaut's aus. Aber das ist mir auch wichtig, dass wir unseren Beruf so begreifen. Ich begreife ihn zumindest so, dass ich jetzt nicht sage, ich konzentriere mich nur auf die Wahlverteidigungen oder auf die, die mir schon eine Vergütungsvereinbarung unterschreiben. Die gibt es zum Glück auch und das ist auch wichtig, damit man auch entsprechend die Zeit adäquat bezahlt bekommt. Aber ich persönlich, mir ist es genauso wichtig, auch Pflichtmandate zu bearbeiten. Also auch jetzt nach fast 20 Berufsjahren bin ich jetzt nicht an dem Punkt angelangt, dass ich sage, ich lehne jedes Pflichtmandat ab und versuche so lange zu kämpfen, bis ich das irgendwie wieder von mir bekomme. Es gibt immer Möglichkeiten, das muss man auch an der Stelle mal sagen. Es gibt immer Möglichkeiten, auch im Pflichtmandat loszuwerden. Da kann ich taktisch gesehen so lange meinen Mandanten provozieren, bis er die Hand gegen mich erhebt und dann habe ich ganz schnell das Mandat auch als Pflichtverteidiger wieder weg. Das wäre das geringste Problem. Da hat es nicht so gut funktioniert. Das war aber auch eine andere Konstellation im laufenden Verfahren. Ne? Also das wäre im Vorprozessbeginn wahrscheinlich noch relativ gut durchführbar gewesen. Aber ich kenne auch die Anwältin vor allem in dem Fall sehr gut. Ich habe mit ihr lange in Nürnberg auch zusammen verteidigt. Irgendwann ist natürlich der Punkt, im laufenden Prozess gibt es keine Pflichtung mehr. Weil man dann wieder von vorne hätte anfangen müssen. Die Gefahr zumindest, genau. Die Gefahr da ist und vor allem ein Revisionsgrund mehr geschaffen. Mhm. Also wenn plötzlich ein Verteidiger, der irgendwie ab dem 200. Verhandlungstermin einspringt, plötzlich eine Beweiswürdigung auch oder irgendeine Verteidigung führen soll und hat 200 Verhandlungstermine nicht mitbekommen, könnte das revisionsrechtlich problematisch werden. Klar, da macht sich das Gericht nicht angreifbar. Kommen wir nochmal zurück zur Rolle des Pflichtverteidigers. Ich habe es ganz am Anfang gesagt. Leute fragen sich, ist der jetzt dafür da, dafür zu sorgen, dass er möglichst gut davonkommt? Es gibt ja so verschiedene Theorien, Organtheorie, Vertragstheorie. Wie verstehst du deine Rolle? Versuchst du, das Beste für deinen Mandanten rauszuholen? Also erstmal grundsätzlich natürlich das Beste rausholen. Jetzt ist aber die Frage, was ist das Beste? Das ist eine Definitionsfrage am Ende auch ein Stück weit. Jetzt ist es so, Aufgabe eines Verteidigers, egal ob Wahl- oder Pflichtverteidiger, Aufgabe ist es nicht, einen Schuldigen mit allen Tricks, die es möglicherweise prozessual gibt, jemanden rauszupauken und aus der Untersuchungshaft zu bekommen oder irgendwo mit billigen Tricks zu einem Freispruch zu kommen, wenn die Täterschaft feststeht. Das meine ich nicht mit das Beste herausholen. Das Beste heißt, anhand einer Akten- und Beweisgrundlage so den Mandanten zu beraten, was realistisch als
dann noch bestmögliches Ergebnis zu erwarten ist. Und das heißt eben nicht auf Beweismittel manipulierend einzuwirken, da würde ich mich strafbar machen. Jeder Verteidiger will sich strafbar machen. Das heißt auch nicht, dem Mandanten falsche Angaben vorzugeben oder zu soufflieren, die der dann irgendwann mal in der Einlassung zum Beispiel wiedergibt, sondern das heißt einfach realistisch Probleme zu diskutieren, um dann bei einer gewissen Tatsachengrundlage natürlich die besten Schlüsse für den Mandanten und günstigsten zu ziehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Jetzt hake ich mal ein, weil du sagst, so fliehen. Also man kann es ja so machen. Man könnte es so machen. Man könnte dem Mandanten, der ja das Recht nicht so gut kennt, erklären, pass auf, wir haben hier vier Tatbestandsmerkmale. Bei dem einen Merkmal, da könnte man die Geschichte so und so darstellen. Wenn es sich so ereignet hätte, dann würdest du wahrscheinlich rauskommen. Ist das nicht etwas, was Verteidiger ihren Mandanten so ganz abstrakt erklären können, um mit dem Zaunfall ein wenig zu winken? Sagen wir so, das gehört natürlich taktisch insoweit dazu. Wir haben das Problem gerade bei straffreien Rücktrittsproblemen. Also wenn eine Straftat im Versuchsstadium stecken geblieben ist, gibt es ja die Möglichkeit, dass es zum Versuch, zu einer versuchten Verurteilung kommt. Und es gibt die Möglichkeit eines straffreien Rücktritts. Da wäre es gut, wenn er möglichst viel Plan noch hatte, ne? Das weiß völlig, völlig, völlig richtig. Und da ist natürlich bei den Gesprächen, das ist, also bei mir ist es zumindest so, ich kann nur für mich reden, ist es so, dass man natürlich auch Punkte bespricht, die möglicherweise dazu führen, wenn sie denn vom Mandanten so bejaht werden, auch dann als bestmöglichstes Ergebnis zum Beispiel straffreien Rücktritts Punkte zum Thema zu machen. Das ist natürlich so, ohne dass man ihm anrät, entgegen der Wahrheit jetzt irgendwelche Lügengeschichten loszuwerden, nur um ein strafrechtliches Problem daraus basteln zu können. Aber es ist sicherlich so, dass man das ganze Potpourri, was da dazugehört, mit dem Mandanten bespricht und der Mandant dann einem, oder das erwarte ich, mir auch dann sagt, wie sich die Tat konkret aus seiner Sicht zugetragen hat. Und dann wird man sehen, was strafrechtlich draus zu machen ist. Und dann wird es auch so sein, in der Regel bei mir ist es so, dass dann Verteidigererklärungen zum Beispiel abgegeben werden, dass man also gar nicht erst auf stundenlange Befragungen eines Angeklagten hinwirkt, für den natürlich so ein Strafprozess extrem belastend ist. Das sind alles dann Behelfe, wie man einem Mandanten dabei unterstützen kann, seine Sicht der Dinge zu kommunizieren. Mhm. Und das ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe aus meiner Sicht. Ja. Konkret, also du sagtest, erst einmal das Beste für den Mandanten, was auch immer das Beste sein mag. Jetzt in diesem Fall, ich glaube offenkundig ist, dass 2021 im Raum steht. Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit. Ist das ein Vorteil für den Mandanten? Ich frage so ganz naiv, weil zunächst einmal führt ja Schuldunfähigkeit dazu, dass man nicht verurteilt werden kann. Aber dann hat man natürlich die Sicherungsverwahrung womöglich, oder? Also genau ist der Punkt. Es wird immer sehr viel kolportiert. Wie kann das sein, dass einer, der schuldunfähig ist, da nicht in Haft muss? Dann ist die Frage, ob die Alternative, die droht, eine bessere ist. Und es ist, man kann es ja wirklich fast schon auf den Fall herunterbrechen. Ich meine, dass wir hier ein mehrfaches Tötungsdelikt haben und zumindest möglicherweise auch bei dem ersten Todesopfer hier auch ein Mordmerkmal mehr als im Raum steht, ist dann die mögliche Konsequenz lebenslange Haft. Oder Unterbringung in einer. Richtig. Also es ist natürlich so, dass es mehrere Opfer gibt. Und beim ersten, was völlig ahnungslos war und sich möglicherweise von hinten, so zeichnet sich ja alles ab, von hinten zugestochen wurde, wäre das der klassische Heimtücke-Fall. Und Heimtücke ist ein Mordmerkmal und dann könnte schon insoweit eine Mordverurteilung erfolgen. Und im Falle eines Mordes ist die grundsätzlich zwingende, zu verhängende Strafe eine lebenslange Freiheitsstrafe. Andererseits, wenn eine Schuldunfähigkeit attestiert wird, dann kann zwar ein Täter nicht dafür bestraft werden, er darf dafür nicht in die Haftanstalt gesperrt werden, aber es gibt zwei große Punkte. Zum einen ist es natürlich, wenn eine psychische Erkrankung dazu ursächlich gewesen war und eine negative Kriminalprognose zu stellen ist, also ohne stationäre Behandlung die Gefahr besteht, dass sich so etwas jederzeit wiederholen kann, dann droht die unbefristete Unterbringung in der psychiatrischen Klinik. Das ist schon die erste Frage, ist das denn besser? Ich meine, immerhin bei lebenslanger Haft klingt jetzt martialisch, aber Fakt ist, dass nach 15 Jahren des Strafvollzuges zwingend zu prüfen ist, ob eine Aussetzungsfähigkeit bejaht werden kann. Und ich habe etliche Mörder, die dann nach 15 Jahren bei guter Führung, wenn sie entsprechende Therapien im Strafvollzug gemacht haben, pünktlich nach 15 Jahren entlassen wurden. Sie wurden alle wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, sind aber nach 15 Jahren freigekommen. Dagegen eine Unterbringung in der psychiatrischen Klinik, eine Open-End-Unterbringung ist. Da entscheiden nicht Juristen,
wann jemand reif ist, entlassen zu werden, sondern faktisch die Ärzte. Ist jemand krankheitstechnisch so stabilisiert, dass es verantwortet werden kann? Und da schlägt das Pendel eher zum Nachteil aus. Also da muss schon viel hinzukommen, damit Ärzte, die am Ende natürlich dann fachkundig gefragt werden, sagen, jetzt ist ein Therapiestand erreicht, es ist zu verantworten, das will auch kein Arzt gerne verantworten, wenn dann was passiert. Also deswegen ist die Unterbringung in der psychiatrischen Klinik aus meiner Sicht überhaupt keine bessere Lösung als eine lebenslange Haftstrafe. Was kannst du denn dann überhaupt für deinen Mandanten rausholen, wenn Schuldfähigkeit oder Nichtschuldfähigkeit keinen Vorteil, keinen Unterschied macht? Das ist tatsächlich eine extrem spannende Frage, die stelle ich mir tatsächlich sehr oft. Also da wird ja auch sehr vieles auf den Verteidiger fokussiert, betrachtet, was der für taktische Geplänkel möglicherweise hat. Da muss ich jetzt mal ganz offen auch sagen, ich meine, da schlägt das Pendel zwischen lebenslangem Unterbringen in einer psychiatrischen Klinik. Bei bestimmten Kriterien, zu Recht hast du es angesprochen, könnte natürlich auch noch eine Sicherungsverwahrung auch noch im Raum stehen. Eine Sicherungsverwahrung ist noch mal eine Stufe schlimmer, sage ich jetzt mal. Die kommt aber zur lebenslangen Freiheitsstrafe nochmal. Die käme da dazu und wäre streng genommen bei einer reinen Unterbringung nach psychiatrischen Kriterien, nach § 63, also psychiatrische Klinik, nicht einmal erforderlich, weil auch das, ich habe Mandanten, die schon seit über 30 Jahren in der geschlossenen sitzen. Die sind mal zu 1,5 Jahren zum Beispiel verurteilt worden und sitzen seit über 30 Jahren in der Maßregel nach § 63. Über 30 Jahre. Und die ursprünglich verhängte Strafe hat mal ein Unwertgehalt von 1,5 Jahren gehabt. Das hätte 1,5 Jahre, das kriegt man für einen einfachen Diebstahl oder für eine einfache Körperverletzung, wenn man es nicht das erste Mal macht. Genau. Vergleichbar, in dem Fall waren es natürlich dann Missbrauchsdelikte, muss man sagen jetzt. Ne? Also es ging um sexuellen Missbrauch eines Kindes in dem ganz konkreten Fall. Aber da wurde mal von der Aschaffenburg-Landgericht verurteilt, tatsächlich zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, kombiniert aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung, kombiniert mit einer psychiatrischen Unterbringung, die jetzt über 30 Jahre lang anhält. Ja, wenn jetzt manche Leute sagen, naja gut, wenn es so einen trifft, dann ist es ja nicht verkehrt, der soll durch 30 Jahre sitzen. Aber gut, wir wollen den Fall nicht näher aufbereiten. Die Rolle des Pflichtverteidigers. Ich komme nochmal zu dem Punkt zurück. Also du sagst, eine Aufgabe besteht darin, erst einmal das Beste für den Mandanten rauszuholen. Also du bist jetzt nicht dem Staat verpflichtet, sondern dein Auftraggeber ist nach wie vor der Mandant, obwohl der dich nicht bezahlt und obwohl der Staat eigentlich deine Rolle in der SDPO vorgegeben hat. Die Grenzen bei dem, was du machen darfst, sind eigentlich für Wahl- und Pflichtverteidiger die gleichen. Absolut. Du darfst dich nicht strafbar machen, du darfst nicht lügen, darfst nicht auf Zeugen oder Beweismittel einwirken. Gibt es trotzdem einen Unterschied, wie man an einem Pflichtmandat rangeht, anders als bei einem Wahlmandat? Würde ich jetzt sagen, nein. Also es ist alles ein Zeitproblem. Das muss man auch mal ganz offen ansprechen. Also ein Wahlmandat, wo ich entsprechend auch bezahlt bin, für die Zeit, die investiert ist, ist natürlich vom zeitlichen Kontext her grundsätzlich umfangreicher zu betreuen als ein reines Pflichtmandat. Das ist auch allein in der Natur der Sache. Auch ich bin zwar kein Gewerbetreibender, aber selbstständiger Anwalt und ich habe auch Verpflichtungen, muss mein Personal bezahlen etc. pp. Ist ganz klar. Aber jetzt von der rein juristischen Vorgehensweise her, macht es für mich, darf es für mich gar keinen Unterschied machen. Also meine Denke oder so, wie ich an Verfahren herangehe, wie ich Sachverhalte prüfe, wie ich Gespräche mit dem Mandanten führe, das macht für mich überhaupt keinen Unterschied, ob ich einen Mandanten vor mir sitzen habe, der mich von sich aus, also im Sinne eines Wahlmandats bezahlt, oder ich dann faktisch tatsächlich vom Staat die Festgebühren am Ende bezahlt bekomme. So wird es ja Geldgeber streng genommen sogar der Staat, aber der Staat, hast du schön gesagt, ist überhaupt nicht mein Auftraggeber, sondern ich bin dem Mandanten und sonst niemandem verpflichtet. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ist ja klar, dass er das sagt. Jedes Mandat wird gleich bearbeitet mit dem, was nötig ist. Das sagen die Ärzte wahrscheinlich auch, wenn sie Privat- und Kassenpatienten haben. Aber es gibt dann doch vielleicht bei dem Wahlmandanten die Möglichkeit, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und doch tiefer in die Akten reinzuschauen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt erfolgsverspricht. Also das ist lästig für die Privatpatienten, die mehr untersucht werden, aber manchmal findet man genau dabei auch etwas und vielleicht ist es ähnlich beim Wahlverteidiger. Hier gibt es nicht viel Platz für, ich kürze das mal ab und blätter nur mit dem Daumen durch die Akte, oder? In diesem Kontext. Also man muss natürlich auch einen Unterschied machen. Es gibt ja auch im Pflichtmandat, gerade das Verfahren zeigt sehr eindringlich große Unterschiede. Es gibt relativ einfach gelagerte Sachverhalte, die zu einem Pflichtmandat dann führen. Da ist es sicherlich so, dass der zeitliche Umfang sehr überschaubar ist.
auch für mich als Verteidiger, also ich sage jetzt mal, je einfacher der Sachverhalt, und ich meine, nach jetzt mittlerweile fast 20 Berufsjahren brauche ich teilweise nur nach 10 Minuten Aktenstudium, weiß ich schon, wie meine Verteidigungslinie ausschaut. Völlig klar. Aber der Fall zeigt es. Bitte? Gift. Zum Beispiel. Ja, einfach Körperverletzungsfälle, ganz normale Rauschgift. Delikte, wo es um nicht geringe Mengen geht, immer ein Pflichtmandat wert, wenn das finanziell nicht möglich ist, einen Anwalt zu bezahlen. Aber die Mandate sind nicht sehr zeitintensiv. Aber der Fall zeigt es ja eindringlich. Wenn ich jetzt gebührentechnisch an den Fall ranginge, könnte ich diese vielen Stunden, die ich hier schon zeitlich investiert habe, überhaupt nicht bewerkstelligen. Also da tritt bei mir der finanzielle Aspekt, der immer eine Rolle spielt. Also ich würde lügen, wenn ich sage, das spielt bei mir keine Rolle. Natürlich spielt es für meinen Job auch eine ganz entscheidende Rolle sogar. Am Ende, wie gesagt, müssen wir alle einen riesen Kostenblock jeden Monat auch stemmen. Aber in dem Mandat schaue ich nicht, wie viel Zeit ich investiere und was ich am Ende für gesetzliche Gebühren vom Staat erhalte. Das wäre sicherlich falsch. Muss man spektakuläre Fälle machen, um die lukrativen Wahlmandate zu akquirieren? Das ist eine interessante und spannende Frage. Diese Fragestellung, ja. Ne? So nach dem Motto, er macht es am Ende dann doch für Fame und Reputation. Ja, ich komme ja gar nicht dazu, jetzt zu sagen, das eine würde das andere ausschließen. Es ist tatsächlich so, dass natürlich solche Mandate jetzt vom Zeitlichen her extrem zeitraubend sind, vom Finanziellen völlig unattraktiv. Aber selbstverständlich würde ich doch auch Quatsch erzählen, wenn ich sage, das führt nicht dazu, dass vielleicht auch der Bekanntheitsgrad jetzt des Anwalts dadurch steigt. Selbstverständlich so. Ist ja bundesweit zu sehen, die spektakulären Fälle, die Anwälte hat man im Kopf, und die Anwälte werden vielleicht auch dann von anderen Beschuldigten irgendwann konsultiert. Man muss aufpassen, dass man nicht in irgendeine Schublade gesteckt wird. Das ist das gerade im Schäbeverfahren ein ganz großes Problem gewesen. Und manchmal ist es wirklich so, dass ein Fall in der Sache auch strafrechtlich interessant und reizbar ist, man es auch gerne macht, aus rechtlichen Gründen tatsächlich. Auch die Fälle gibt es, gab es bei mir schon. Allein hier dieser Echtsfall, will ich mal nennen, aus 2006, 2007, der hat so spannende rechtliche Probleme beinhaltet, dass mich das Rechtsproblem sehr, sehr gereizt hat, weil es da ganz interessante Entwicklungen gab, und man da auch unterschiedlicher Meinung sein kann, und das reizt auch. Aber es führt auch dazu natürlich, dass man bekannter wird, dass man da vielleicht auch von manchen angegangen wird, zukünftig Mandate, die vielleicht ohne Berichterstattung nicht auf angekommen wären. Selbstverständlich ist es genauso denkbar. Ja. Wird man du hast eben auch schon gesagt, man kann in die Schublade gesteckt werden. Ist das die Schublade, dass man Gewalttäter oder bestimmte Täterarten vertritt und deswegen keine interessanten Wahlmandate mehr bekommt? Oder wie sieht die Schublade aus, in der du nicht gesteckt werden? Also da meine ich, es ist für mich eher das Problem politischer Natur. Also wo fängt man an, wo hört man auf, wenn es um rechtsextremistische, um linksextremistische Gewalttaten geht beispielsweise? Da wäre mir wichtig, nie in eine Schublade gesteckt zu werden. Und am Ende sind wir keine Politiker, wir sind Strafverteidiger. Aber ich sage es mal so, bei mir speziell ist es so, dass ich relativ viel Gewalt in den Quenz verteidigt habe. Es mir auch in der Sache insoweit auch rechtlich tatsächlich Spaß macht, weil da viele Punkte oft auch rechtlich eine Rolle spielen. Gerade die Berührungspunkte zur forensischen Psychiatrie, Aussagepsychologie, wenn es um Glaubwürdigkeit von Zeugen geht, Glaubhaftigkeit von Angaben geht. Ich finde es ein spannendes Feld. Und aber Schublade meine ich tatsächlich jetzt in erster Linie jetzt gar nicht deliktsbezogen, sondern mehr so ins politische Spektrum. Da würde ich mich immer wehren. Wenn ich mit jungen Anwälten spreche, die sich für Strafrecht interessieren, dann höre ich manchmal, Strafrecht finde ich spannend, aber ich möchte keine Sexualdelikte machen. Was sagst du solchen jungen Kollegen? Kann man sich spezialisieren und einfach nur nicht eklige Sachen, nur nette, nur unschuldige Mandanten vertreten? Ja, also wer meint, dass er sich den Luxus gönnen kann, der soll es gerne versuchen. Also meine Erfahrung ist eher eine andere. Und bei mir war es auch so, ich habe Jura studiert, um Strafverteidiger zu werden. Also für mich war klar, ich will Strafrecht machen, ich will irgendwann auch meine Kanzlei führen und selber entscheiden, was ich mache. Aber da habe ich jetzt auch nie unterschieden innerhalb der Delikts-Typen. Und ich sage jetzt mal, sich innerhalb des Strafrechts da nochmal zu spezialisieren auf reine Wirtschaftsdelikte, Steuerdelikte,
Das ist A, schwierig, für mich wäre es auch zu langweilig. Das würde ich mir, diese Einengung würde ich mir zum Beispiel nie geben. Und ich sage es mal, wer als Strafverteidiger sein Geld verdienen will und eben so wie ich überhaupt keine Zivilfälle nebenbei mehr bearbeitet, sondern ausschließlich vom Strafrecht lebt und das von früh bis abends macht, der sollte dann auch ein gewisses Spektrum bedienen, was das Strafrecht eben hergibt. Und es sind nicht nur die White-Collar-Kriminalität mit schönen Vergütungsvereinbarungen, die in der Regel geschlossen werden, völlig richtig. Das ist wirtschaftlich super interessant, aber ich muss sagen, in der Sache wäre es mir zu langweilig, wenn ich da versuche, nur noch derartiges zu bearbeiten. Ich glaube auch, dass es nahezu keinen Strafverteidiger gibt, der nahezu nur noch Steuer- oder Wirtschaftsdelikte verteidigt. Tatsächlich kenne ich auch keinen. Also es gibt sie vereinzelt oder es gibt Kanzleien, die kaufen sich einen Wirtschaftsverteidiger ein, der sich dann nur um diese Mandanten kümmert, aber die gewachsenen Strafverteidiger, die machen immer alles. Also ich habe noch nie einen gesehen, der kategorisch jetzt eine Deliktsart komplett ausschließt. Also vielleicht gibt es das irgendwo, dass Leute sagen, ich mache nicht die und die Rolle, keine Kindesmissbrauchsfälle oder sowas aus Tätersicht. Mag es ja geben, aber ich sage es mal, die namhaften auch Strafverteidiger, die ich kenne und wir sind ja viel auf Fortbildungen organisiert, die machen alles. Die machen tatsächlich auch alles. Also die haben eine ähnliche Herangehensweise wie ich auch. Also wir sind fast ein bisschen in dem Karrierethema, will ich durchaus auch weiter vertiefen, weil es kann sein, dass uns viele Kollegen oder Jurastudenten zuschauen, die sich genauso wie die, wie du überlegen, ich mache das, um Strafverteidiger zu werden. Wie ist eigentlich der Arbeitsmarkt für Strafverteidiger im Augenblick? Also bei den allgemeinen Zivilisten, wie ihr Strafverteidiger mal zu uns sagt, ist es ja so, dass allmählich die Juristen knapp werden. Der Markt hat sich gedreht. Man hat mittlerweile Mühe, viele Bewerber auf eine offene Stelle zu finden. Ist das bei euch auch so? Also ich sage es mal so, der Markt ist relativ aufgeteilt. Es ist natürlich so, dass Strafrechtler, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so von der Masse her gebraucht werden, weil einfach insgesamt das Zivilrecht viel komplexer ist als das reine Strafrecht. Völlig klar. Deswegen ist allein schon die Anzahl der Anwälte, wenn sie sich ausschließlich auf Strafrecht spezialisieren wollen, deutlich geringer, nicht ansatzweise zu vergleichen mit Zivilanwälten in dieser mannigfaltigen Problematik, die dahinter steckt. Andererseits, meine Erfahrung ist die, aber ein ähnliches Problem. Also ich bin auch immer auf der Suche nach sehr motivierten, jungen Kollegen, die eben auch, sagen wir mal so, ein gewisses Herzblut für die Materie haben. Und es zeigt mir einfach, ich mache von da so Unterricht, wie gesagt, nebenbei meine Fragen immer eingangs, wer sich von roundabout 30 Referendaren überhaupt für Strafrecht interessiert, habe ich schon Glück, wenn 2 bis 3 Hände sich erheben. Also das Strafrecht ist unter Studierenden, das ist so mein, auch unter Rechtsreferendaren noch, nach meinem Dafürhalten nicht sonderlich beliebt. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Also ich glaube, Strafrecht. Hast du über die Zeit hinweg? Hast du einen anderen Nein, eigentlich gar nicht. Das war schon immer so. Also ich mache das jetzt auch schon über 10 Jahre, 12 Jahre jetzt, diesen Referendarsunterricht. Das fahre ich von Beginn an. Und da hat sich kein Wandel ergeben, sondern das Strafrecht hat so einen Nischencharakter, glaube ich, häufig bei Studierenden. Viele haben eine Abscheu, sagen, oh, das ist irgendwie irgendwas Schmutziges, das ist irgendwie was Unseriöses mit Strafrecht. Okay, man lernt für die Klausur, aber beruflich will man damit möglichst wenig zu tun haben. Das ist so mein Eindruck. Also wirklich engagierte Strafrechtler zu finden, das ist tatsächlich ein Kunststück. Ich habe den Eindruck, am Anfang finden die jungen Studenten Strafrecht total spannend. Die AT-Vorlesungen, die Irrtumsproblematiken, Sachen, die man in der Praxis wahrscheinlich nie hat, die eingeschränkte Schuldtheorie, Rechtsfolgenverweisende und so weiter. Hattest du die jemals in der Praxis? Tatsächlich schon. Also es lohnt sich. Es lohnt sich immer wieder. Es lohnt sich tatsächlich immer wieder auch, die ursprünglichen AT-Probleme sich zu vergegenwärtigen, weil tatsächlich, ich habe es jetzt aktuell sogar in einer Steuerstrafsache, Stichwort Verbotsirrtum, Erlaubnistatbestandsirrtum, gerade bei Körperverletzungsdelikten, begegnet relativ selten jetzt natürlich, relativ gesehen zu den Anzahl der Fälle, die man betreut. Ja, normalerweise, wenn man eine Notwehr annimmt, genau, die nicht vorliegt. Richtig. Ne? Und die an sich sogar noch verhältnismäßig wäre. Das sind ganz interessante, für mich auch mal sehr theoretische Probleme. Ich habe es aber hin und wieder, muss man sagen, dass auch die Fragen tatsächlich eine spannende Rolle spielen. Oder aktuell, so viel will ich gar nicht sagen, habe ich auch wieder ein Schulgerichtsverfahren versucht, das Tötungsdelikt mit den Raubkomponente, wo sich dann Fragen des Tatbestandsirrtums auftun. Und es hat ganz gravierende Folgen natürlich für die rechtliche Bewertung. Da kann möglicherweise aus einem versuchten Kapitaldelikt und einem vollendeten schweren Raub mit 5 Jahren Mindeststrafe möglicherweise eine kleine Nötigung nur noch übrig bleiben. Also da ist die Spannbreite eröffnet an rechtlicher Differenzierung. Hochspannend, und die Probleme gibt es immer wieder.
Wobei in den meisten Fällen der Schwerpunkt nicht darin liegt, in der Kommentarliteratur die materielle Lösung zu suchen. Völlig richtig, völlig richtig. Also am Anfang, ich bringe den Punkt noch zu Ende, am Anfang mögen die jungen Juristen Strafrecht, weil es sehr schnell greifbar ist. Später lässt dann die Leidenschaft so ein bisschen nach, wenn man die Brandstiftungsdelikte und Tatbestandsmerkmale auswendig lernen muss. Und dann im Examen ist es irgendwie so eine Lästigkeit. Das ist das Fach, wo es am wenigsten Punkte fürs Examen gibt. Es ist nur eine von 8 Klausuren in Bayern, glaube ich. Und dann fristet es auf einmal so ein Stiefmütter-Dasein. Ist das? Ja. Hast du schön gesagt, schöner kann ich es auch nicht erklären. Ist tatsächlich so, ja. Und es ist auch unterbelichtet in der ganzen Ausbildung, muss man auch sagen. Also du hast ja zu Recht gesagt, erstes Staatsexamen, auch mein Kenntnisstand heute noch, 1 von 8 Klausuren. Mhm. Im zweiten Examen 2 von 11 Klausuren. Da kann man sich mal vor Augen führen, welche ist eine relative Unwichtigkeit. Es ist auch relativ viel. Ich war selber lange genug im Lehrstuhl als Korrekturassistent. Es ist relativ schwierig, gute Punkte zu sammeln, sage ich jetzt mal, weil es natürlich auch auf sehr viel dogmatische Fragen ankommt, manchmal etwas sehr viel reproduziertes Wissen auch ist, was dann auch unbeliebt teilweise ist. Weiß ich nicht, wo da die Probleme liegen, aber es ist einfach zu stiefmütterlich behandelt und ich finde, da wäre in der Ausbildung vielleicht manchmal der Weg, dass man sich besser Schwerpunkte setzen kann. Wenn einer, wie ich zum Beispiel, weiß, warum muss ich, was weiß ich, wie viel, 8 Semester und dann nochmal ein Rechtsreferendariat Jura studieren und ich weiß nicht, wie viele Stunden Zivil- und öffentliches Recht machen, wenn klar war für mich, dass ich sowieso noch Strafrecht machen werde. Da können wir vielleicht noch gewisse Schwerpunkte eher setzen. Und einer, der sowieso was im Strafrecht nichts macht, da ist ja die bisherige Verteilung ganz gut. Aber diejenigen, die sich da spezialisieren sollen, und das ist ja auch in der Praxis ein Problem. Ich kriege schon relativ viele Bewerbungen auch. Allein durch die Ausbildung, die ich wahrscheinlich mache und so weiter, wenn es dann Interessen gibt. Aber der Kenntnisstand von jungen Studierenden beziehungsweise dann fertigen Rechtsreferendaren, die dann Assessoren ja sind, der Kenntnisstand ist teilweise erschreckend. Also das, was in der Praxis wichtig ist, allein Betäubungsmittelstrafrecht. Man kann nicht von Strafrecht leben, ohne auch einen Schwerpunkt im Betäubungsmittelstrafrecht zu setzen. Ja, das ist ja nicht Pflichtstoff. Also woher sollte ein Assessor wissen, was im BTMG steht? Ne? Genau, das ist das Problem. Und deswegen habe ich ja häufig schon den entsprechenden G-Leitern gesagt, da muss mehr gemacht werden. Mittlerweile gibt es ja im Schwerpunktbereich in der mündlichen Prüfung, gibt es jetzt das Fach endlich Betäubungsmittelstrafrecht. Das ist natürlich viel zu wenig. Und da gibt es ganz spannende Rechtsprobleme. Und wie sollen denn Referendare das wissen, wenn sie es nie gehört haben? Ja? Aber das ist jetzt nicht eine neue Entwicklung, dass du sagst, weil du jetzt ja auch schon 47 bist, die Jugend wird immer ungebildeter in Rechtsdingen. Nein. Oder hast du da einen Trend ausmachen können? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich glaube, die Jugend wird immer gebildeter. Also wenn ich das vergleiche jetzt, mein Kenntnisstand zu dem Zeitpunkt, wenn ich mit Referendaren diskutiere, Respekt. Einfach Respekt, die sind weiter als ich es damals war, das ist mit Sicherheit so. Aber jetzt ganz speziell im Strafrecht gilt es ein Ausbildungsmangel. Das ist nicht ein Mangel an Intelligenz der Jungen, ganz im Gegenteil ist eigentlich der Fall, sondern es ist ein Mangel des Ausbildungssystems. Das ist für mich sehr mangelhaft. Erlebst du es manchmal, dass Leute Strafverteidiger werden wollen, denen du irgendwann sagst, lass es lieber sein, das ist nicht das Richtige für dich? Ja, das hat es auch tatsächlich schon gegeben. Und zwar, wenn dann irgendwann der Punkt erreicht wird, bei gewissen Deliktstypen, und du hast vorhin angesprochen, da sind wir halt im Bereich deines Sexualstrafrechts, egal ob das jetzt Vergewaltigungsvorwürfe oder Missbrauchsvorwürfe sind, wer da dann sagt, das schafft er nicht, weil er es einfach mental mit sich nicht vereinbaren kann, der sollte wirklich die Finger davon lassen. Das ist meine feste Überzeugung. Also strafrecht zu machen, um nur Steuerstrafrecht zu verteidigen und nur schöne Vergütungsvereinbarungen zu schließen. Wer so denkt, der soll es lieber gleich lassen. Kann man darauf vertrauen, dass man so weit abstumpft, dass man Probleme, Empathie, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, weil du sagtest, es geht eigentlich fast in die andere Richtung. Aber darum stelle ich die Frage trotzdem mal zu Ende. Gewöhnt man sich einfach an die schlimmsten Straftaten und wird dann professionell und gewinnt eine Distanz dazu? Auch eine schwierige Frage. Also bei mir, ich kann nur für mich jetzt reden, bei mir tatsächlich war so, als junger Anwalt habe ich Fälle viel besser abstrahieren können und damit umgehen können, als ich es tatsächlich heute bei mir sehe. Und das hängt wahrscheinlich, ja, mag sein, dass ungewöhnlich. Ich kann jetzt auch nur für mich reden, ich weiß gar nicht, wie es Kollegen geht, habe mich da auch gar nicht vertieft, muss ich sagen, mit Kollegen unterhalten. Aber bei mir ist das ein Fakt, den ich feststelle. Und das ist gerade so, dass gerade bei bestimmten Deliktsbereichen, und da sind wir halt auch an dem Punkt, wenn es um Kindstötungen geht, wenn es natürlich auch um Missbrauchsfälle geht, wenn man selber
wie ich dann auch zwei relativ kleine Kinder hat, geht man da bewusst oder unbewusst, ich behaupte eher unbewusst, anders vielleicht an so eine Akte ran und ist subjektiv viel belasteter. Also mir geht es tatsächlich so, dass je älter ich werde, das Gefühl entwickle, umso empathischer werde ich. Das heißt nicht, dass ich nie Empathie... Ja, völlig richtig. Das wäre natürlich dann auch, ist das lästig, wenn man Empathie fürs Opfer empfindet? Nein, ich finde, das gehört sogar dazu, um auch einen Beschuldigten adäquat zu beraten, auch manchen geht es ja ab. Also viele wissen ja, was sie gemacht haben. Mhm. Es gibt aber auch den Tätertypus, der einfach nicht verstehen oder verstehen will, der immer nur die Verantwortung delegiert auf andere oder dann auf das Opfer. Und es wäre völlig falsch, die Verantwortung immer nur beim Opfer zu suchen. Und es neigt ein Täter auch gern psychologisch dazu, so ein bisschen die Verantwortung für eigenes strafbares Handeln auf das Opfer zu übertragen, einfach um sich wahrscheinlich die Situation schöner zu reden, als sie ist. Und da ist es wichtig, finde ich, den Mandanten klar zu machen, dass hier nicht nur es um den Täter geht, dass es hier auch Opferrechte gibt, die im schlimmsten Falle so verletzt wurden, dass sogar ein Menschenleben ausgelöscht ist, um einfach mal die Sichtweise einem Täter, einem Beschuldigten mal nahezubringen, um dann auch Grundlage zu schaffen der Verantwortungsübernahme. Also Empathie fürs Opfer blende ich mitnichten aus. Habe ich noch nie getan. Halte ich auch nicht für richtig, aber es muss natürlich Grenzen haben. Es darf nicht so weit gehen, dass das die empfundene Empathie oder das empfundene Mitgefühl, also auch in dem Fall, nennen wir jetzt mal diesen Messerattentäter vom Barossaplatz, natürlich empfinde ich unglaubliches Mitgefühl mit den Angehörigen der Opfer. Ich will mir gar nicht ausmalen, was die für ein furchtbares Leben derzeit durchleben. Lass uns mal über die sprechen, allerdings nur soweit es schon allgemein bekannt ist. Die sind ja Nebenklage berechtigt, also die Opfer oder deren Angehörige. Spielen die eine Rolle im Verfahren? Haben die sich bereits angeschlossen? Ich will jetzt nicht aus der Akte zu viel sagen, aber es gibt schon zahlreiche Anschlusserklärungen von den Klägervertretern. Spielt es für dich irgendeine Rolle? Natürlich spielt es eine Rolle, weil es natürlich auch darum geht, wird vielleicht irgendeine Kompensation hier auf die Beine zu stellen, die natürlich dann nicht so lauten kann, dass es hier um sinnvolle Schmerzen, Schadensersatzansprüche geht, bei jemandem, der selber nichts hat. Das muss man auch realistisch mal ansprechen. Aber natürlich spielt es eine Rolle und das kann und wird nicht ausgeblendet, weder bei meinem Mandanten noch bei mir. Ich glaube, es gibt Leute, die fragen sich, jetzt bist du als Anwalt auf der Verteidigerseite, haben denn die Opfer genug Unterstützung? Also klar, die nehmen sich jetzt Nebenklagevertreter, die können im Verfahren mitwirken, wobei die Nebenklage, der Anschluss wird ja eigentlich erst mit der Anklageerhebung wirksam. Im Ermittlungsverfahren haben die nur sehr beschränkte Möglichkeiten mitzuwirken, oder? Ist völlig das richtig. Ist das, haben die genug Opferrechte? Ja, das ist auch wieder ein spannender Punkt. Das kann man jetzt so und so sehen tatsächlich. Also ich sage jetzt mal so, natürlich je mehr Opferrechte versucht werden, im Ermittlungsverfahren geltend zu machen, umso länger zieht sich ein Verfahren, muss man auch sagen. Und es ist ja auch gewünscht, Ermittlungsverfahren gerade in Haftsachen möglichst beschleunigt zu bearbeiten. Da zeichnen sich manchmal gewisse Probleme ab. Andererseits ist es so, dass natürlich, hast du völlig zu Recht gesagt, die Anschlusserklärung wird erst wirksam mit quasi Anklagehebung, also im gerichtlichen Verfahren, und dann steht im Strafprozess dem Opfer natürlich ein eigenes Recht zu, auf Verfahren hinzuwirken, einzuwirken, eigene Antragsrechte, eigene Interessen dann geltend zu machen. Also ich meine schon, das Opferrecht ist ja auch, sagen wir mal, gestärkt worden. Also wenn ich das noch vergleiche zu meinen Anfangszeiten, stehen jetzt den Opfern sicherlich noch mal mehr Möglichkeiten grundsätzlich zu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Opferrechte beschnitten sind. Die sind sogar ausgebaut worden. Ich sehe aber eine andere Tendenz, dass die Beschuldigtenrechte immer mehr eingeschnitten und werden, weil vieles, was wünschenswert wäre, eigentlich mit der Zeit immer mehr versucht wird zu kappen und zu beschneiden. Das sind eher so die Entwicklungen, auch um Strafprozess einfach flüssiger zu machen. Also allein das Beweisantragsrecht. Also was ich mal gelernt habe vom Beweisantragsrecht im Studium, was ich in meiner beruflichen Praxis kennengelernt habe und heute, muss ich sagen, ist teilweise schon erschreckend. Auch die Rechtsprechung dazu. Also nicht nur das kodifizierte Beweisantragsrecht, sondern Beweisantragsrecht ist eigentlich gekennzeichnet von der Judikatur, also von der revisionsgerichtlichen Rechtsprechung. Und da werden solche Fallstricke mittlerweile gebaut, dass es nahezu einem Anwalt, der nicht hundertprozentig früh bis abends Strafrecht macht, gar nicht mehr möglich ist,
zulässigen Weißanträge zu formulieren. Und es ist nicht so, dass ein Anwalt dumm ist. Die haben alle auch ihre Examina, aber ich mache viel Revisionsrecht. Ich schaffe es häufig gar nicht mehr, Beweisanträge revisionsrechtlich zu rügen, weil die Kollegen einfach gar nicht mehr wissen, was Stand heute überhaupt für teilweise nur durch Richterrecht gefordert wird an formellen Voraussetzungen hierfür. Und da werden, dass du in der Revision erst dazu kommst und du genau. setzt auch auf die verteidige Arbeit eines Kollegen. Richtig, also dass ich teilweise mandatiert werde, rein fürs Revisionsverfahren, da ist ein Erkenntnisprozess schon stattgefunden, ein Strafprozess hat stattgefunden mit Urteil, dagegen ist man nicht zufrieden, dagegen soll revidiert werden und dann manchmal Kollegen dann sagen, oh, das ist mir zu speziell, Revisionsrecht ist eine sehr spezielle Sache und ich dann so zu Mandaten komme und dann ich von Kollegen höre, oh, hier, ja, super, Verfahrensrücken sind zu erheben, ich habe die und die Beweisanträge gestellt und da muss ich feststellen, mal mit Blick auf die Anträge sind zwar als Beweisantrag überschrieben, sie haben aber nicht den Inhalt eines Beweisantrags. Weil sie nicht die Tatsachen wiedergeben, die festgestellt werden sollen? Ja, weil sie in formeller Weise nicht die Hürden nehmen, die der BGH in der Praxis setzt. Und es ist so, dass nicht nur, wie gesagt, dass es nicht nur kodifiziertes Recht gilt, sondern manches Revisionsrecht, es ist ja quasi eine Rechtsfortbildung, eine stetige, und der BGH plötzlich wieder irgendwelche Voraussetzungen verlangt für zulässige Beweisanträge, die nirgends so expressis verbis zum Beispiel im Gesetz stehen. Und es ist ein Riesenproblem. Das heißt, es ist nichts anderes als eine Beschränkung von Beschuldigtenrechten. Und durch die Hintertür, nicht auf formaler Ebene, sondern quasi durch Rechtsprechung bedingte. Und da stelle ich fest, also dass die Opferrechte kodifiziert immer weiter gefasst werden und Beschuldigtenrechte gerade mit Beschneidungen im Beweisantragsrecht, das ist das schärfste Schwert. Was hat denn ein Beschuldigter, der sich wehren will im Strafprozess, der auch, ich sage es mal so, die meisten sind schuldig, da geht es um die Frage der Gewichtung. Aber es gibt, kann ich in meinen langen Jahren mittlerweile jetzt auch sagen, auch Fälle, wo es darum geht, dass jemand zu Unrecht beschuldigt ist. Dem muss die Möglichkeit gegeben werden, im Strafprozess mit entsprechenden Beweisanträgen auch zu versuchen, dann seine Position kenntlich zu machen und das Gericht zu zwingen, den Fokus vielleicht auf jetzt Ermittlungen zu stützen oder Ermittlungsergebnisse oder Beweismittel ja vor allem, die vielleicht in die Richtung gehen, dass man ihm glaubt oder mehr glaubt als bislang. Nur wenn dieses Beweisantragsrecht so geschnitten ist, da muss ich sagen, fällt es immer schwerer. Mhm. Und das sind Beschränkungen, die ich deutlichst wahrnehme. Hanni, ich würde gerne mal auf unseren Barbarossa-Platz-Fall kommen und mal eine hypothetische Frage aufwerfen. Angenommen, ich wäre Pflichtverteidiger, also jemand, der überhaupt keinen Plan hat von Strafrecht. Und nehmen wir jemanden, der wirklich noch gar keine, also ich habe ja ab und zu mal Strafverteidigung gemacht. Wir haben uns ein, zwei Mal sogar bei Gericht gesehen vor 10 Jahren. Du bist ein sehr guter Strafverteidiger. Aber nehmen wir jetzt mal jemanden, der wirklich tatsächlich keinen Plan hätte. Wie wäre das Verfahren gelaufen? Wenn, also ich, mal ganz konkret, wenn der Pflichtverteidiger auch einfach gar nichts getan hätte, würden wir dann anders dastehen? Hätte die Akte einen anderen Inhalt? Also jetzt in dem ganz konkreten Fall. Boah, das ist eine sehr hypothetisch schwierige Frage, aber da würde ich mal fast sagen, nein, muss ich auch insoweit sagen. Warum? Ich kommuniziere viel, klar, mit Mandanten, auch insoweit mit der Presse. Ich versuche auch, Gehör zu verschaffen für den Beschuldigten, der sonst kein Gehör hat. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, der Akteninhalt, wie ich ihn kenne, und der wird ja immer sehr weit fortgeschrieben, hätte einen wesentlich anderen Inhalt. Warum? Weil die Ermittlungen bislang gekennzeichnet sind von der 150-köpfigen Sonderkommission. Da gibt es also Beamte, die da beauftragt sind und die Ermittlungsergebnisse jetzt mit oder ohne mir auch gegeben. Das macht keinen Unterschied. Sondern mir geht es eigentlich nur darum, vielleicht begleitend, im Moment ist die Funktion tatsächlich viel mehr als gestaltend einzuwirken, begleitend für den Mandanten da zu sein, immer sozusagen sein Recht auf Gehör zur Sprache zu bringen, an den Stellen, wo ich es für sinnvoll halte. Aber ich maß mir jetzt nicht an, in dem ganz konkreten Fall, dass wenn ich, sagen wir mal, nichts gemacht hätte, jetzt mal ganz alternativ gesprochen, ich nichts gemacht hätte, keine Gespräche geführt, keine stundenlange Vernehmungen miterlebt hätte, dass der Akteninhalt ein gänzlich anderer wäre, würde ich jetzt sogar sagen, das sehe ich nicht. Das überrascht mich, das ist jetzt schon mehrfach im Gespräch. Wenn du ein besserer Verkäufer wärst, dann würdest du jetzt sagen, dass du das Verfahren total geprägt hast. Alleine deine Anwesenheit diszipliniert die Ermittler und führte zu dem Punkt. Also ich habe den Eindruck, du stellst vielleicht auch ein bisschen dein Licht unter den Scheffel, weil du hast ja Akzente in der Ermittlung gesetzt. Das konnte man ja der Presse entnehmen. Du hast dich auch manchmal beschwert über die Umgangsweise der Staatsanwaltschaft mit Informationen, was sie zum Beispiel in die Presse herausgegeben haben.
Also es ist jetzt nicht so, dass du gar nichts getan hättest. Nein, ich habe sehr viel getan. Und die Frage ist nur, ob der Akteninhalt ein anderer wäre. Das mit dem Akteninhalt würde ich negieren. Dass man natürlich versucht, Akzente zu setzen und Kritik zu üben, das ist ja in der Sache. Und es ist auch wichtig. Und es kann tatsächlich nicht sein, weil du es ansprichst, dass teilweise ich aus der Presse Sachen entnehme, die ich aus der Aktenkenntnis nicht erhalten habe. Oder dass in dem ganz konkreten Fall der bayerische Innenminister bundesweit in die Presse verlautbart mit islamistischen Motiven, die naheliegend sind, auf der Hand greifbar erscheinen. Da wird plötzlich kolportiert nach der Pressekonferenz, die der Innenminister gibt, dass ISIS-Material im Papierkorb gefunden worden wäre und ich 2 Stunden vorher bei der Haftvorführung mal jedenfalls stückweise Akteninhalt zur Kenntnis nehmen konnte und davon nicht die Rede war. Da ist entweder die Möglichkeit, mir wird Akteninhalt vorenthalten, da würde ich sehr allergisch drauf reagieren als Strafverteidiger und dann ist natürlich mein Fokus auf die Ermittlungsbehörden, dass das gar nicht geht. In dem Fall war es nicht so, sondern da wird irgendwie ein bayerischer Innenminister scheinbar suboptimal beraten und haut Sachen in die Öffentlichkeit hinaus, die es nicht gibt. Und da habe ich Akzente, wenn du das meinst, gesetzt, dass ich in der Öffentlichkeit dazu Stellung bezogen habe. Und da habe ich auch Kritik geübt. Kritik an der Informationspolitik auch, in dem Fall der bayerischen Staatsregierung in Person des bayerischen Innenministers. Die Freiheit nehme ich mir und das ist auch wichtig, bevor so etwas in der Öffentlichkeit breit getreten wird und bundesweit die Medien natürlich sofort drauf anspringen und es hat null Tatsachenhintergrund. 0,0. Das ist Kritik, die ich übe. Das hat für mich mit Akteninhalt jetzt nichts zu tun. Das ist vielleicht, was ich meine, begleitend. Ja, da bin ich Begleiter und Sprachrohr für meinen Mandanten, der kann sich nicht äußern. Das ist in Haft oder in der Klinik. Machen wir es ein bisschen langsamer. Der bayerische Innenminister stand hier beim Hauptbahnhof, gibt eine Pressekonferenz, erzählt etwas über ISIS-Material, was man gefunden hatte. In der Akte fand man dazu weder vorher noch nachher gar nichts. Und jetzt hast du dich gefragt, entweder hat man ihr Aktenmaterial vorenthalten, das wäre nicht schön, dann hätte der Innenminister mehr gewusst als der Verteidiger. Korrekt. Oder der Innenminister hat fantasiert. Oder ist schlecht oder falsch beraten worden oder informiert worden. Wobei der Innenminister kriegt die Informationen typischerweise über die Polizei. Richtig. Nicht vom Justizminister. Mhm. Der hat sich zu der Sache gar nicht. Habe ich auch nichts gehört. Jedenfalls nicht akut dazu. Dann ist es aber eher ein politisches Problem, wie sozusagen über Polizei und Innenminister die Information geht. Korrekt. Dann schien ja mit der Justiz und Staatsanwaltschaft soweit halbwegs alles in Ordnung zu sein. In dem Verfahren. Kann ich auch überhaupt keine aktive Kritik üben. Also da muss man sagen, da ist die Generalstaatsanwaltschaft, die ist ja federführend für Amoklagen zuständig, immer sehr offen. Bitte? Die Bamberger? München. Also in Bayern ist so geregelt, dass Amok und Terror bei Terror oder Amok-Verdacht, und in dem Fall haben wir mindestens eine Amoklage rechtlich gesehen, ist eine Spezialzuständigkeit gegeben bayernweit, dass es die Generalstaatsanwaltschaft München ist. Und ist auch eine erfahrene Oberstaatsanwältin, allein das Münchner Attentat ist ja vielleicht noch manchen so in Erinnerung, die war auch schon Sachbearbeiterin bei dem Münchner Attentat. Also sie ist durchaus erfahren auf dem Gebiet und da ist auch eine sehr vertrauensvolle Kommunikation zwischen mir als Verteidiger und der Generalstaatsanwaltschaft möglich. Jetzt jeder seine Position, aber da weiß ich, dass da nicht irgendwo hinter meinem Rücken irgendwas versucht wird zu lancieren, seien es der Ermittlungsbehörden, dagegen müsste ich opponieren, sondern da wird aus meiner Sicht sehr seriös gearbeitet. Mhm. Hanni, lass uns mal zu einem ganz anderen Thema kommen. Wir sind schon mehr als eine Stunde hier. Die Aufnahme läuft schon ein bisschen länger. Ich würde einen Punkt noch aufgreifen, weil wir vorher hatten HIV und Corona. Inwiefern wäre die damalige Rechtsprechung, versuchter Mord, Körperverletzung oder ich weiß nicht, ob Vergiftung damals eine Alternative wurde, der gefährlichen Körperverletzung war das auch. Ja. Ist das anwendbar auf einen Fall, wo jemand von seiner eigenen Covid-19-Erkrankung weiß und gleichwohl unter Personen tritt und damit in Kauf nimmt, billigend, dass sich jemand infiziert? Das hat natürlich einen völlig anderen tatsächlichen Hintergrund. Bei HIV jedenfalls damals war es ja so, da gab es noch keine Medikamente zu dem Zeitpunkt, jedenfalls nicht so ausgetestet, dass damals man davon ausgehen musste, dass eine HIV-Infektion tatsächlich auch zum Tode führen wird. Das ist ja der gänzlich andere Fall jetzt hier bei der Corona-Infektion. Es ist ja bei nur vulnerablen, wie es immer so schön ist, bei vulnerablen Gruppen eigentlich mit dann auch mit einer nahen Todesgefahr verbunden, sodass ich
keine Parallelen ziehen möchte, wenn jetzt ein junger Mann, eine junge Frau, wie auch immer, wissen, dass sie Corona infiziert ist, dann auf irgendeine Party geht und dann, wir haben ja gerade in Bodin-Würzburg gerade solche Fälle, dass ein Ungeimpfter, ich weiß auch nicht, wie er da reingekommen ist, aber sei es drum, hier dann andere Leute angesteckt hat, ja, das zu vergleichen. Damals, ne? Ja, getestet gewesen, genau. Eigentlich ja, kann sein, also Tür und Tor geöffnet, wahrscheinlich mit gefälschten Testen irgendwo einzumarschieren, ist diese Frage erlaubt, ob dann die Türsteher da wirklich alles so überprüfen, sei es drum. Ich kenne den Fall nicht, ich weiß es nicht, aber das ist eine spannende Fragen, die man da stellen könnte. Also ich würde die Fälle überhaupt nicht vergleichen wollen. Zwischen Corona-Infektion und einer HIV-Infektion sind für mich jedenfalls auch strafrechtlich gesehen Welten dazwischen. Naja, bei einem Tötungsdelikt kommt es ja auf den Erfolg an. Wenn jemand stirbt, dann braucht man nicht weiter differenzieren, dann haben wir den eingetretenen Erfolg. Ein Gefährdungsdelikt gibt es ja nicht bei den Körperverletzungsdelikten, oder? Nö, Aussetzung das ist vielleicht. Aber die Versuchsstrafbarkeit, ja. Die spielt ja eine. Ich meine, ist halt die Frage, wenn es mal zum Extremfall zum Todes kommt, ist ja immer die Frage, bis vom Vorsatz umfasst war. Da wird man sicherlich früher bei HIV, sage ich jetzt mal, was ja mal zum gewissen Zeitpunkt zwingend zum Tode geführt ist, wird man sagen, es ist vorhersehbar für jeden, der HIV ist, jemanden ansteckt, dass es zum Tode führen kann. Und wenn es dann zum kausalen Todeseintritt kommt, dann bin ich schon bei einem Tötungsvorsatz, der sich abzeichnet. Hier würde ich das völlig anders sehen. Vom rechtlichen Ansatz ist es natürlich vergleichbar, nur um das klar zu machen, dass wir hier jetzt aber über andere Deliktstypen sprechen, denn für mich zeichnet sich das nie als Kapitaldelikt ab, weil selbst wenn etwas zum Tode führt bei irgendjemandem, dann zu beweisen, zu dem Zeitpunkt, als einer gefeiert hat oder in eine Gaststätte gegangen ist, hat er schon davon ausgehen müssen und ist davon auch ausgegangen, dass es zu einem so schweren Verlauf kommen wird, dass er daran sterben wird. Die Infektion als solche, ja, also im Bereich der Körperverletzungsdelikte, um das ganz klar zu machen, im Bereich der Körperverletzungsdelikte und gefährlichen Körperverletzungsdelikte bewegen wir uns alle mal. Wenn wir die Tötungsdelikte betrachten, dann wäre die Einlassung des Beschuldigten, ich habe darauf vertraut, dass der nicht sterben würde, und dann würde der Ankläger Mühe haben, nachzuweisen, dass das vom Vorsatz umfasst war. Ich versuche es jetzt gerade noch zu rekapitulieren. Auf der anderen Seite für Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, welche Tatvariante gefährlich? Gefährliches Mittel, ne? Also entweder, oder es gibt auch mittels zum Beispiel Giftbeibringung, da wird ja diskutiert, inwieweit möglicherweise dann auch Viren etc. um darunter zu subsumieren sind, oder bei mittels bestimmter Stoffe. Ne? Da gibt es jetzt, ich habe auch den Tatbestand schon jetzt nicht auswendig im Kopf, aber es gibt auch die Möglichkeit, mittels zum Beispiel gefährlicher Stoffe. Ne? Es muss ja nur zu einer erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigung kommen, und es ist bei Viren, vor allem Coronaviren, allemal der Fall. Da kann man jetzt juristisch über die konkrete Alternative der gefährlichen Körperverletzung diskutieren. Mindestens eine wird mit Sicherheit zu bejahen sein. Ja, die 224 hat man an die Wand geworfen. Ja, gut. Das hat einen Strafraum von 6 Monaten bis 10 Jahre, also keine Geldstrafe mehr, während bei einer normalen Körperverletzung da können wir auch wieder Geld schaffen. Und wichtig, eine das Leben gefährdende Behandlung, da reicht schon die abstrakte Gefahr. Es braucht nie eine konkrete zu sein, sondern eine abstrakte, und es ist sicherlich so, dass Coronaviren abstrakt lebensgefährlich sein können. Und da wäre allein schon Alternative 1 und Alternative 5, also zwei Alternativen der gefährlichen Körperverletzung, Mindeststrafe 6 Monate. Wieso gibt es noch keine Fälle dazu? Oder gibt es die und wir kriegen sie mit? Ja, gute Frage. Also ich hab auch mal schon gewartet, weil es interessante Fragen sind. Ich habe in meiner beruflichen Praxis noch keinen derartiger Fälle auf dem Tisch. Wäre spannend, jetzt mal auszudiskutieren. Also ich habe tatsächlich eine Anfrage gerade bekommen von einem Fall, war ja zivilrechtlich oder für Adhäsionsverfahren, wo ein Kind auf eine Freizeit geschickt wurde, was positiv war. Die Mutter war selbst positiv, wusste, dass das Kind positiv ist. Da wird es natürlich nicht ganz einfach sein, die vielen Infektionen, die dann auf dieser Freizeit passiert sind, kausal zurückzuführen auf den Verursacher. Wenn man es könnte, wäre es natürlich durchaus denkbar als Körperverletzung. Absolut. Allerdings, die haben schon Bußgeld. Kann man da nicht Strafklage verbraucht, wenn man über Infektionsschutzgesetz dann schon ein Bußgeld verhängt, weil dann kommt man auf einmal recht billig aus der Sache raus. Ja, oder? Das ist dann wieder eine spannende Frage des Strafklageverbrauchs. Und da ist wieder dann der prozessuale Tatbegriff ganz entscheidend. Das ist gar nicht so leicht. Also ich sage jetzt mal so, wenn strafrechtlichen Sachverhalt gewürdigt ist, dann habe ich den immer. Das ist natürlich dann wieder eine andere spannende Frage, wenn es nur als Bußgeld, also als Ordnungswidrigkeit
eingestuft wird und die Ordnungswidrigkeit zielt dann auf eine andere Richtung ab. Es kommt also, genau darauf an, für was. Also genau. Du bist aus der Quarantäne aus dem Haus raus, dann ist es was anderes. Als richtig. Wenn es Bußgeld war, du bist auf eine Ferienfreizeit gegangen, dann ist es ja die gleiche. Richtig, genau. Tat. Und da gilt es zu differenzieren, völlig richtig. Und jetzt schon haben wir wieder ein materielles Problem. Schon wieder eins, ja. Wenn man Spaß dran hat. Okay, ich will dich nicht missbrauchen, weil ich merke gerade, wenn ich jetzt die ganzen Corona-Probleme strafrechtlich nochmal durchdeklinieren würde, dann würden wir hier noch lange sitzen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch viele Leute gibt, die jetzt wirklich uns noch zuschauen, so nach einer Stunde. Aber wir machen das einfach. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Stellen das dann irgendwann ins Netz. Jetzt kannst du nochmal rekapitulieren, wo wir die Beeps drüber legen. Aber ich glaube, du hast nichts aus der Akte ausgeplaudert, hast keine Justizangehörigen beleidigt oder dergleichen. Ich fand das total spannend, vor allem auch die Sichtweise auf die Verteidigung. Ich meine, wir haben schon öfter mal unterhalten über den Beruf, weil wir haben ja einerseits den gleichen Beruf, wir sind beide Rechtsanwälte, aber trotzdem einen komplett anderen Tagesablauf. Wir machen hier zivile Fälle, beraten Unternehmen. Du läufst jeden Tag bei Gericht, so richtig, wie man sich es vorstellt, noch mit dem Fledermauskostüm und in die JVA rein. Wo man mit seinem kleinen Kärtchen auch wieder rauskommt. Ich habe dieses Kärtchen auch, aber benutze es nie. Also dafür ist es, glaube ich, hilfreich, in meinem JVA wieder aus dem Knast rausgelassen zu werden. Hanjo, vielen Dank, dass du da sehr warst. Gerne. Ich bin gespannt, was unsere Zuschauer an offenen Fragen haben. Ich werde möglicherweise nochmal auf dich zukommen und sagen, Hanjo, da war noch eine Frage, schreiben wir nochmal einen Kommentar oder machen wir einen Nachklapp oder dergleichen. Also wenn ihr den Eindruck habt, da war eine Sache total absurd oder da sollte man tiefer reingehen, schreibt es einfach in die Kommentare. Freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.